Herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Cyberpunk Phantom Liberty. Okay, wir sind hier leider aufgeflogen. Müssen es hier durchkämpfen. Ah, ich schätze, wir müssen hier drauf fahren. Dann sei mal schneller! Danke. Oh, hi. Wer denn hier? Ich glaube, jetzt haben wir hier erstmal ein bisschen Ruhe, ne? Schon. In den Zug jetzt. Und dann direkt zum Startplatz. Alles klar. Ich glaube, hier ist kein Zug mehr. Oder? Aber so wie es... Hier ungeschützt. Beweg dich, na los. Komm ja schon. Hast du Schmerzen? Ändert ja auch ein Herz, oder? Diese Wichser lassen nicht nach. Dann sterben sie halt pflichtbewusst. Gut. Dann mal durch. Kontrollturm, wie sofort. Ich besorge uns einen Zug. Geh vor. Man weiß ja nie. Okay. Verdächtig ruhig hier. Ist es wohl. Ich schätze, wenn wir da oben was haben. Kommen die Gegner. Vorsicht. Scheiße, eine Falle! Sie kriegen uns nicht. Versteck dich! So, ein bisschen mehr Deckung bitte. Haltest du dich wieder? Sehr schön. Meine sind trotzdem durchgekommen, wie mir scheint. Ah, das ist das Ding halt auch alles andere als genau. Wird auch gleich leer geschossen. Ich wollte gerade sagen, für dich reicht es ja fast noch. Bin dabei. Das war der letzte. Wurdest du getroffen? Alles okay. Geht schon. Weiter zum Flugleitungsturm. Ich schicke einen Zug zur Haltestelle. Okay. Oh, das ging ja doch ganz gut. Was jetzt? Ich mach die Steuertafel an. Ruf uns einen Zug. Wie lange wird das dauern? Solange es dauert. Konzentrier dich auf deine Arbeit. Okay, okay. Und los geht's. Viel Glück, Song. Ja, alles klar, dann raus hier. Er geht in Deckung! Das stimmt sogar. Jetzt seine Flanke, verdammt! Ich brauch Deckung! So, wer von euch Schweinen hackt hier schon wieder?
du denn auf einmal hier? Hast du's gleich? Ich brauch mehr Zeit. Ah, kommt ihr hier runter? Das stimmt. Du willst die hacken? Kann ich nicht so gut heißen? Aber es wird. Entlasten! Kann ein Proxy benutzen. Bist du bereit? Legen wir los! Einen Zug erwischen. Oh, scheiße, tut das weh. Kann ich mir vorstellen, Somi. Aber du hast uns den Arsch gerettet. Okay, dann ab. Wie? Hörst du das? Das ist die Blackwall. Keine Sorge, Song. Ich bin da. So, ne? Komm, das fühlt sich doch ganz gut an, muss ich sagen. Ich glaube, ich brauche mehr Blackwall. Dringend. So, das war's mit euch, Kollegen. Einmal rein hier. Und hoch mit dir. Fast am Startplatz. Endlich.
Und? Hältst du noch durch? Was denkst du? Haben wir das Schlimmste hinter uns? Das Schlimmste liegt immer in der Vergangenheit, nicht in der Zukunft. Eine optimistische Analytikerin? Wie hast du jemals deinen Job gemacht? Gute Work-Life-Balance, würde ich sagen. Dieses Brummen würde am liebsten einschlafen und nie wieder aufwachen. Somi? Reed. Hab letztens von ihm geträumt. Immer wieder derselbe Albtraum. Von diesem verdammten Zug. Und wie er meinetwegen stirbt. Reed hat vielleicht dieselben Albträume. Er hat mir alles erzählt. Er hat dir vertraut, eine Weile lang. Und wir haben ihn verraten. Wenn Johnny jetzt hier wäre, würde er dir so richtig die Meinung geigen. Einen Freund zu verraten? Es gibt nichts Schlimmeres. Ich bereue es ja auch. Kann es aber nicht ändern. Ich will es bloß vergessen. Ich glaube, Reed hat dir verziehen. Song? Ich habe nicht nur Reed verraten. Was soll das heißen, Song? Die Neuralmatrix kann nur einmal benutzt werden. Nur einmal? Wieso? Das ist eine gefangene KI von hinter der Black Wall. Sie existiert durch ständige Entwicklung. Wenn ich sie befreie, beende ich den Prozess. Führt sie meine Befehle aus und zerstört sich unwiederbringlich. Moment, was ist mit mir? Ist doch offensichtlich. Du musst weitersuchen. Du bist stärker als ich, wie die stärkste Person, die ich kenne. Das kann nicht dein Ernst sein. Ich glaube, ich sterbe bald. Ich bereue, dass ich nicht ehrlich zu dir war. Du hättest nicht lügen sollen. Ich hätte dir sowieso geholfen. Song? Ach du Scheiße. Ich bin beeindruckt. Die Kleine hat euch alle verarscht. Myers, Hansen, Reed, dich. Ist nicht das erste Mal, dass mich jemand verarscht hat. Ich gebe aber nicht auf. Mann, echt rührend manchmal, wie du mit den Härten des Lebens umgehst. Die Braut hat dich gefickt wie ein selten dummes Joy-Toy. Hast einen guten Grund, sie zu hassen, ihr den Kopf abzureißen. Aber sie hat ihr Ding durchgezogen. Und das verdient Respekt. Ach, drauf geschissen. So oder so sind wir wieder bei Null. Wir müssen immer noch eine Möglichkeit finden, uns zu retten.
Du kannst immer noch Reed anrufen. Der bringt mich doch nur um. Wow. Dein Ego ist ja fast so groß wie meins, wie... Du bist dem Scheiß egal. Er will nur sie haben. Ist immer nett, eine Runde mit dir zu quatschen. Aber du solltest sie aufwecken. Ja. Okay, ist natürlich gut. Irgendwo war es... Also es ist nicht so ganz überraschend. Wäre halt eine Möglichkeit gewesen, dass man halt quasi das Hauptspiel, das Ende vom Hauptspiel nochmal ändern könnte, indem man halt wirklich eine Chance hat zu überleben. Haben sie dann nicht gemacht tatsächlich, die Entwickler? Oder scheinbar zumindest mal. So wie es bisher aussieht. Ich werde es aber trotzdem durchziehen und werde jetzt halt Songbird versuchen, da irgendwie rauszuholen. Wo ich schon ein bisschen stinkig bin. Dass er uns belogen hat. Hey, Song. Wir sind fast da. Du brauchst wohl Hilfe. Fast da. Okay, dann bringen wir dich mal raus. Fast geschafft. Ja, so weit ist es nicht mehr. Na, hübsche Artworks haben sie hier aber auch. Ja, nicht mal schlecht. Verfickte Scheiße. Okay. Doch schlecht. Bleib stehen. Okay, okay. Ich leg sie ab. Langsam. Also, was hast du vor? Reed, sie verreckt gerade. Ich sehe zwei wandelnde Leichen. Wenn sie stirbt, ist das allein deine Schuld. Und du und Myers seid natürlich unschuldig. Auf dem Mond erwartet sie nur der Tod. Wenn du sie retten willst, überlass sie mir. Vorhin hat Myers ihren Tod angeordnet. Und du hast nicht widersprochen. Hast du uns gehört? Ja, jedes Wort. Die Situation hat sich geändert. Überlass Songbird mir. Ich kann ihr helfen. Die Sache vor 7 Jahren? Song hat Myers Befehle befolgt. Und sich dafür nie verziehen. So wird es dir auch ergehen. Gewissensbisse für den Rest deines Lebens. Aber es geht nicht mehr um Song, wie... sondern darum, dass sie keinen Krieg anzettelt. Ich bringe sie nach Washington. Sie muss sich für ihren Verrat verantworten. Ich überlasse sie dir nicht, Zoll. Nie. Fuck, fuck, fuck! Okay, so sehe ich keinen Bosskampf. Du hattest keine Wahl. Aber deine Freundin hier folgt Reed ins Jenseits, wenn du dich nicht beeilst. Okay. Das wird schon. Sind fast da. Mal gucken, ob ich es nachher nochmal durch... Oder ich werde es auf jeden Fall nochmal die Reed-Version spielen und dann mal gucken. Für dich geht's zum Mond, Somi. Du entkommst ihnen allen. Okay, was haben wir denn hier? Lebenserhaltungssystem aktiv. Diagnostik. Druck, Sauerstoff, Infusionspumpe. Manchmal kommt mir der Gedanke auch. Einfach alles hinter sich lassen und abhauen. Das wär's. Ganz vorsichtig. Guten Flug. Hoch ins All. Luke geschlossen.
versiegelt. Alles klar. Interner Strom eingeschaltet. Hydrogendruck ausreichend für Start. Automatische Startsequenz initiiert. Tja, jetzt gibt's kein Zurück mehr. 60 Sekunden. RS-25, Hauptmotor, Start. Und los geht's. Ich habe noch nie ein Raumschiff gestartet. Du etwa? Nee, ich auch nicht. Noch 50 Sekunden. Festtreibstoffmotoren laufen. Zündstifte aktiv. Hoffentlich wird sie glücklich. Egal, was sie erwartet. Sie hat es geschafft. Sie ist frei. Sie hat das, was mir immer gefehlt hat. Ein Scheißglück. Glück hat nichts damit zu tun, Johnny. Ihr beide wolltet unterschiedliche Dinge. Ach ja? Dann erzähl mal. Was genau war das, was ich so sehr wollte? Applaus, Jubelrufe. Du hast alles getan, um das Publikum zu bespaßen. Ah, vielleicht. Vielleicht hätte ich mehr tun und anders sein können. Vielleicht war ich bloß überzeugt, dass ich eh nicht überlebe. Und vielleicht hat diese Tussi auch einfach Eier, das bis zum Ende durchzuziehen. Und mir fehlte das letzte Quäntchen Entschlossenheit. Keine Ahnung. Sieh an, mit etwas Mühe verstehst es auch du. Ganz einfach. Aber nicht dank dir. Bild dir da jetzt bloß nichts drauf ein. Genieß die Show, Johnny. Start initialisiert. Sie hat's geschafft. Das ist das, was zählt. Found out treasures are always lost, pleasures and rage. Okay, ja, dann war's das City schon. Ich dachte, es kommt noch irgendwie was, aber gut. Ja, haben wir uns hier mal soweit entschieden. Ja, wie gesagt, ich werde dann die anderen Enden auf jeden Fall mal noch zeigen. Oder zumindest mal die, ja, ich glaube, das machen wir zum Schluss hier. Würde ich sagen. Und was machen wir jetzt? Jetzt sagen wir Bye-bye zu deinem Traum von einem langen Leben. Immerhin haben wir noch mehr Zeit miteinander. Fick mich, oh Glück. Aber es ist ja nicht alles schlecht. Politiker, Spione, wir mittendrin. Und wir haben überlebt. Und uns dabei ziemlich mächtige Feinde gemacht. Myers wird das niemals vergessen. Nie im Leben. Nicht nachdem du ihren besten Agenten getötet hast. Da überschätzt du Myers, Johnny. Sie hat Sol doch schon mal geopfert. Wenigstens durfte er diesmal über seinen Tod entscheiden. Ja, einen selbstbestimmten Tod. Auf was Besseres konnte er nicht hoffen. Kann keiner von uns. Besser als mit dem Wissen zu leben, dass du deine Prinzipien verraten hast. Ich muss mich jetzt fokussieren. Auf mich selbst. Auf meinen Weg. Stimmt schon. Den NUSA ins Auswischen, einen halbtoten Cyborg ins Weltall schießen. Das sind schöne Steine für das Monument deiner Legende. Aber die Uhr tickt. Du stirbst. Wir brauchen eine scheiß Lösung. Ja.
Ja, müssen wir mal gucken. So, sehr schön. Genau. Mal Song wird zu den Sternen bringen. Ja, genau. Dann bringen wir das nämlich gerade mal noch zu Ende. Und gucken wir, was das mit dieser Totenwache noch auf sich hat. Ja, Intelligenz bitte nachziehen. Mehr Präzision bitte. So, ja, ich kann mich auf jeden Fall nicht beschweren. Der ist echt nicht schlecht, der Wagen. So, dann... Das ist ja auch netterweise hier um die Ecke. Lass uns mal hinfahren. Mein Name ist Arif Iqbal und dies sind die WNS. Es gibt eine brandheiße Neuigkeit im internationalen Bereich. Oder sollte ich sagen, interplanetarisch? Bei einem auch ganz nett. Orbit wurden an alle Einheiten in der Nähe. Verdächtige Aktivitäten im Stadtzentrum. 10-4 Zentrale, wir sind unterwegs. Stumms an, der die Radarsysteme außer Gefecht setzte und durchbrachen dann die Hülle eines Orbital Air Labors. Die Weltraumpiraten, wie manche sie nennen, flohen mit mehreren experimentellen Prototypen. Das Fahrzeug des Verdächtigen wurde gefunden. Details übermittelt. Der Verdächtige ist verschwunden. An alle Einheiten. Sucht weiter nach ihm. Bereit für eine neue Metallrepublik. Aguilar sollte endlich mal mit Bennett reden. So, ja, dann schauen wir mal. Eine Runde warten, bitte. Kann ich aufstehen? Nicht unser Mann. Bestimmt nur Mietmuskeln. Mach ihn trotzdem jetzt fertig. Dann ist das Problem schon mal gelöst. Okay. Eine Falle! Verteidigt euch! Ich sagte, wie Aguilar vorgehen würde. Den Typen verstecken und im Auto auf Bennett warten. Ihn überraschen. Kein Problem. Gutes Timing. Ich glaube, wir sind uns einig. Die werden mich unterstützen. Mit zwei Undercover-Einheiten in Dogtown. Gordon, Abfahrt. Aber war ein ganz schöner Kampf. Die Japaner binden alle ihre Krawatten zu eng. Warte, wer... Oh, fuck. Aguilar? War es gut, dein Meeting? Das, von dem ich nicht wissen sollte? Aguilar, bitte hör mir zu. Ich weiß, wie das aussieht. Aber da ist dieser Wichser, Jago. Dein Buchhalter. Genau, der will mich aus dem Weg räumen. Arasaka hat mir Hilfe angeboten. Und im Gegenzug wollen sie nur Zugriff auf unsere Schmuggelrouten. Was die wollen, ist die Kontrolle über eure Schmuggelrouten. Wer das nicht sieht, ist strunzdumm. Ich will nur eine sichere Zukunft. Für uns und für deine Bosse.
Und wenn Jago kein Problem mehr darstellen würde? Vielleicht habe ich ihm schon gezeigt, dass er einen Fehler gemacht hat. Der Typ lügt wie gedruckt. Ich erkenne Lügen, glaub mir. Jago hat nicht gelogen. Er wird dich unterstützen. So wie ich. Na, das ändert natürlich alles. Ein Kubaner auf meiner Seite ist mehr wert als 10 Arasaka-Vorstände. Okay, abgemacht. Ich vergesse die Geschichte mit den Japanern. Aber eine Frage noch. Wo ist mein Fahrer? Den solltest du auch vergessen. Alles klar. Hallo Geld. Sehr schön. Okay, dann würde ich sagen, in der nächsten Folge deaktivieren wir das Verhaltensmodell mal. Mal gucken, wie lange die Quest hier noch geht. Mal schauen. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Auf jeden Fall Spaß. Seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.